Sie hat doch alles gehabt. Waschmaschine, Staubsauger, einen Garten. Ich weiß nicht, was ihr gefehlt hat. Wenn das ein Mann nach der Trennung seiner Frau sagt, ist klar, dass in dieser Beziehung was schiefgelaufen ist. Aber wieso müssen die Kinder das ausbaden? Es gibt Gründe, weshalb eine Mutter ihr Kind vor dem leiblichen Vater schützen möchte. Wenn eine Frau dem Ex-Partner die Tochter den Sohn vollkommen entzieht, dann geht es aber bei weitem nicht immer um das Wohl der Kinder. Oft genug sind es die eigenen Empfindlichkeiten und Verletzungen, ein klarer Machtmissbrauch. Vor allem, wenn das Paar unverheiratet zusammenlebt und der Mann vielleicht nicht das Sorgerecht beantragt hat. Nun kommt ein Dokumentarfilm in unsere Kinos, der auf bewegende Weise zeigt, wie Kinder im Verhältnis von Mann und Frau zur Waffe werden können. Er heißt Der entsorgte Vater und Nina Gladitz hat ihn gesehen. Der Kinofilm Der entsorgte Vater greift ein Tabu auf, das für viele nicht verheiratete Väter und deren Kinder ein Drama ist. Stellvertretend für alle Betroffenen erzählen in dem Film fünf Männer, darunter der Filmemacher selbst, von ihrer Verzweiflung, zwar Vater zu sein, ihre Vaterschaft aber nicht leben zu dürfen. Ich bin da völlig ohnmächtig. Also ich kann auch gar nicht mehr heulen, weil ich bin einfach über den Zustand des Heulens schon weg, weil dass das für mich als Vater nicht möglich ist, mein Kind zu sehen, das ist einfach unfassbar. Anders als ihre Väter oder Großväter sind die neuen Väter keine Patriarchen mehr oder nur materielle Ernährer. Sie fühlen sich auch als emotionale Ernährer ihrer Kinder. Und das ist neu. Nach einer Trennung verlieren aber 60% aller unverheirateten Väter gegen ihren Wunsch jeden Kontakt zu ihren Kindern. Die Väter von heute möchten Teil der einst ausschließlich engen Bindung zwischen Mutter und Kind sein. Diese neue Zugewandtheit ermöglicht den Kindern einen anderen Blick auf die Welt, erweitert ihn. Natürlich nur da, wo Kinder nicht gefährdet sind. Kaum eine andere Institution unterstützt die Bedürfnisse von Kindern so wirkungsvoll wie die Deutsche Liga für das Kind in Berlin. Ihre erste Publikation in diesem Jahr ist den Vätern gewidmet. Ich würde es so sehen, dass unsere rechtliche Situation eigentlich ein gesellschaftlich gewolltes Misstrauen in die Elternschaft von vornherein hineinträgt. Und dass dann eigentlich Mütter, wenn es zu Konflikten kommt, die auf diesem Misstrauen aufbauen, in gewisser Hinsicht ihre starke Position dann geneigt sind zu missbrauchen und das ist ja das Tragische an dieser Situation, zwar ihren ehemaligen Partner damit treffen wollen, aber eigentlich vor allem das Kind darunter leiden muss. Ja, genau. Okay, na gut, aber wenn die Mutter nicht will, kann man halt auch nichts machen. Ne? Ja. Ja. Okay. Gut, Frau Minhöfer, vielen Dank. Ja, tschüss. Meine Situation war, dass die Mutter meiner beiden Töchter im übernächsten Haus gewohnt hat, dass meine Töchter keine 100 Meter von mir weg waren und dass ich sie nicht gesehen habe. Kinder galten ja lange Jahrhunderte hinweg als gewissermaßen Besitzstand der Eltern, zum Hausstand, zum Gesinde des Herrn im patriarchalen Recht gehörend. Im römischen Recht zum Beispiel, wenn man ganz weit zurückgeht, hatten Kinder nicht einmal ein Recht auf Leben. Es war das Recht des Vaters, über Leben und Tod zu entscheiden. Und es findet ein langsamer Bewusstseinswandel statt, der Generationen dauerte, hier Kinder als Subjekte und auch als Rechtssubjekte zu respektieren. Unter anderem haben wir ja auch bis heute zwar Elternrechte, aber eben noch keine Kinderrechte in unserer Verfassung. Unverheiratete Väter sind in Deutschland vor dem Gesetz Väter zweiter Klasse. Sie haben kein Sorgerecht. Es war ein Wunschkind von mir. Es war eine Bedingung zu heiraten. Ich habe gesagt, ich werde nicht ohne Kind durchs Leben gehen. Und dann wurde das
geschluckt. Akzeptiert, weiß ich nicht. Jedenfalls, also es war dann in Ordnung, ja. Ich habe es aber ganz klar kommuniziert, also auch vor der Ehe. Gesagt, ich möchte ein Kind. Mama sagt, Männer brauchen keine Kinder. Die Freiheit der Frau, auch ohne Vater ihr Kind zu bekommen, und zwar ohne Diskriminierung, ist ein großer Fortschritt. Verantwortungslos wird es dann, wenn Frauen im Rosenkrieg mit ihren Partnern ihre Kinder missbrauchen. Diese beiden Kinder fantasieren sich ihren Vater als Kapitän auf ständiger Reise. Wie alle Kinder in dieser Lage erleben sie Loyalitätskonflikte und die Angst, auch noch den verbliebenen Elternteil zu verlieren. Die nächste Instanz hob dann den Beschluss des Familiengerichts wieder auf und beschloss, dass ich meine Tochter nun doch sehen dürfe. Kurz darauf habe ich dann einen ersten selbstgeschriebenen Brief von meiner Tochter gekriegt. Hallo Douglas. Ich habe im Gericht schon gesagt, dass ich dich nicht mag. Und ich will dich auch nicht sehen. Und ich möchte auch nichts mit dir unternehmen. Und ich möchte auch nicht, dass das Gericht mich zu irgendwas zwingt. Das traf mich wie ein Messerstich ins Herz. Meine Tochter wird als Waffe missbraucht. 8 Jahre Kampf, um Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und jetzt soll ich mich mit ihr treffen, um mich zu verabschieden. Als wäre sie gestorben. Ein wichtiger Film. Auch wenn diese Väter es nicht geschafft haben, sich auch in ihre Kinder hineinzuversetzen und sie so zum Teil ihrer eigenen Trauer zu machen. Dass unverheiratete Väter nicht automatisch das Sorgerecht für ihre Kinder haben, ist keine speziell deutsche Situation, über die heftig diskutiert wird. Der Plan ist, diesen Belang demnächst auf EU-Ebene zu regeln. Mal sehen, wann das wirklich passiert.